Die war ganz energisch. Ja, ey, ich wohne hier, die kommen doch nicht mal von hier. Die schubsen den weg hier, die werden gewalttätig. Oh, oh, oh. Seht euch! Wohin zurückgehen! Wohin denn? Es soll heute ein Exempel-Stadt werden. Ja, ja. Selbstbestimmung! Frieden! Freiheit! Selbstbestimmung! Frieden! Freiheit! Selbstbestimmung! Eine Frage, warum lassen Sie Leute nicht durch? Weil hier eine polizeiliche Absperrung ist. Und da hinten auch. Und was soll das alles? Nehmen Sie bitte Abstand. Ich hab Abstand. Ach, den ollen Schlagstock schon in der Hand. Alter, das ist ja wohl das Letzte, oder was? Das ist eine Schande. Ey, eine Schande vor dem Herrn, aber ehrlich. Ohne die seid ihr auch normale Bürger. Chicano 5. Macht alles, was die Politik sagt. Das ist wichtig. Ihr seid die keine Legislative, keine Exekutive mehr. Richtet sich an die Person hier vor der Polizeikette. Mit dem Schlagstock schon in der Hand. Die haben echt Schiss, als würden wir angreifen. Das ist doch bescheuert, das Sappo. Hier spricht die Polizei. Die Durchsage richtet sich an die Person vor der Polizeikette. Sie hatten die Möglichkeit, eine Demonstration anzumelden. Dies haben sie nicht getan. Sie halten sich zudem nicht an die Vorschriften der Hygiene bzw. der Eindämmungsverordnung Land Brandenburg. Eine Veranstaltung im Beamtenscharakter nach dem Verwaltungsgesetz ist hiermit untersagt. Entfernen sich von der Öffentlichkeit in kleinen Gruppen von maximal 5 Personen. Du, ich hab den einen befragt hier, der hat den Schlagstock gleich in Hand genommen. Die sind stinkig, weil die im Perlewerk völlig durchgebrochen sind. Sagt, dass die ganz schön pissig sind. Ja. Aber, oder auf Krawalle bürstet, ne? Ja, seitdem die im Perlewerk völlig durchgebrochen sind. Die Sache ist, die ist
Jetzt könnte man ja denken, eventuell. Gott sei Dank, da war wieder keiner dabei. Keiner hat gemacht. Nö. Ich weiß nicht. Ich habe nur Befehle ausgeführt. Zweimal. Naja, wir nicht. Wir bloß einmal. Meinen Großeltern das Leben versaut und meinen Eltern die.